Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück beim Widerstand. Und ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, wir wollen es hier raus, den Gang hier mal lang gehen. Wir werden definitiv hier irgendwo rauskommen. Entweder zu Collins versteckt oder wir nehmen das erste Hauptziel in Angriff. Ich glaube, wir hatten soweit. Fertigkeiten haben wir nichts. Und ach, da ist ja schon das Inventar, Mensch. Ah ja, hier, die nehmen echt viel Platz weg, ne? Die müssen wir auch mal testen, wie immer das man also macht hier. Muss ich das als Waffe angeben oder? Ach du Scheiße. Na gut. Aber da wir es haben, werden wir es auch bestimmt brauchen. Ah, die können wir immer hier auseinanderbauen. Oder warte mal, gab es da vielleicht einen anderen Ausgang? Schitte. Nee, Werkbank will ich nicht. Ich wollte jetzt hier easy peasy raus, aber irgendwie geht da dann doch nicht. So, jetzt nur deaktiviert. Ist ja ein Gag. Muss ich ja trotzdem drüber hüpfen wie ein Horst. Na gut, aber wir haben es gelernt, die schon mal zu deaktivieren. Niemand voraus. Ich hoffe, wir kommen hier auch lang. Oh, schön kaputt hier alles. Ah, okay, Mann. Man hört so einen kleinen Fitzengang. Oh, da haben wir Freunde. Ich glaube, der hat sogar einen Flammenwerfer oder einen MG, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Oh! Fuck! Peinlich. Sorry. Scheiße, hat er mich gesehen? Peinlich. Dann werden wir gleich hier diese Puste mal hier testen. Da ist ein Spinnding und da ist... Oh, der hat sogar zwei in der Hand. Versuchen wir hier gleich irgendwo in Deckung zu kommen. Sprenge, was? Anhängertür. Versuch ja in Deckung zu bleiben, ne? Wie muss ich sprengen? Wie das denn? Wie sprenge ich das denn? Hat es geklappt, ja. Wahrscheinlich, dass die Blechdose auch mitgekriegt. Ich versuch mal ein bisschen ohne die Blechdose hier. Weil wir wollen ja zu den Zielen. Hier ist auch nur Müll, ne? Collins Versteck ist noch ein bisschen weiter weg. Wir haben es doch gar... Ach, das ist ja doch ewig weit weg.
die scheißen Waffen. Na, jetzt wissen die anderen Terminatoren auch, dass wir hier sind. Ich kann einfach nicht widerstehen. Oh nein. Das sehe ich jetzt erst, diesen Plasmabehälter. Wir hätten das Vieh wieder so einfach killen können. Sie verspotten mich. Sie steht einfach da, verhöhnt mich. Sie überlebt den Tag des jüngsten Gerichts. Stellte ich sich gegen den sauren Regen, den atomaren Niederschlag, die Terminatoren und die HKs. Und ich habe nur bei dem Versuch, meinen Namen in den gottverdammten Gegenstand zu ritzen, mein Messer abgebrochen. Jeden Tag laufe ich hier dran vorbei. Keine Mauern schützen sie ab. Und doch rührt sie sich kein bisschen. Ich weigere mich zu glauben, dass es nichts auf der anderen Seite der Tür, dieser Tür gibt. Ich wette, dieser Krieg würde enden, wenn ich sie nur öffnen könnte. Kein Skynet mehr, keine Plünderung mehr auf der Suche nach Essen, kein Leiden mehr. Dieses Messer. Soll es ein Scherz sein? Da ist doch nichts dahinter. Komm, machen wir mal. Ach, ich kann's nicht. Nee, ist das ein Easter Egg oder sowas? Irgendwas ganz Tolles. Warte, kommen wir zurück. Kann es sein, dass es hier ein Raum ist, wo wir nicht waren? Oh doch, hier waren wir. Hä? Na gut. Das mit dem geheimen Raum hier ist aber bestimmt irgendwas ganz Geiles. Aber die Waffe überhitzt mir. Irgendwie ist sie blöd. Die ist besser. Handelsware, Handelsware, Handelsware. Da ist noch mehr Handelsware. Ganz viel Handelsware. Das ist ein Reich. Oh. Waffen und Munition ist mir lieber. So, jetzt haben wir noch zwei motivierte Arschlöcher vor uns. Drei. Was haben wir denn hier wieder? Cool. Aber sonst nichts. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht noch einen Weg finden hier, um an die Arschlöcher vorbeizukommen. Was Brennbares? Ja. Ist ein verfickter Flammenwerfer. Explodiert er auch? Boah, so ein bisschen. Oh, der steht hier gleich neben mir. Komm, wenn er sich umdreht, dreh dich um. Dreh dich um. Kein Foto gemacht? Habe ich ein Foto gemacht? Und du? Kein geeignetes Ziel gefunden. Komm, geh nochmal da weg. Muss ein Foto schießen. Oh, ho, 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 ho.
Muss da wieder rein. Ui! Oh Gott, oh Gott, 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 der hat er mich gesehen. Scheiße, der andere ist da irgendwie reingekommen. Da musste sich doch bücken, oder? Oh! Der hat sich meine Position gemerkt. Hat er die Tür da durchbrochen? Das wäre echt geil. Das wäre echt geil. Ja, geht einfach weiter. Juckt mich nicht. Ah, der ist aber noch da. Kann ich Granaten hier rauswerfen? Nein, ich kann hier gar nicht rausschießen. Ist natürlich gefickt eingeschädelt. Der bewacht den Eingang. Der andere sucht mich, oder was? Tacker, Alter. Scheiße. Ja, da Flamer ist genau hier richtig. Einer muss doch hier noch rumlaufen. Die Waffe ist bisher am geilsten. Na komm, Blechdose. Und den ganzen Tag Zeit, du. Schießen wir erst ein tolles Foto von dir und dann brezeln wir die weg. Kein geeignetes Ziel. Das schönes Foto gemacht. So. Sackgesicht. Gib mir dein Skynet-Plasma. Boah, Rucksack ist voll. Der hat gleich zwei gehabt. Gieriger Sack, ey. Der Flamer kann man nicht mitnehmen, okay. War die Tür offen oder hat er die kaputt gemacht? Keine Ahnung. Hätte schwören können, die waren halb runter. Ach, vielleicht habe ich mich noch geirrt. Wer weiß. Ich bin alt. An der anderen Seite verschlossen, okay. Oh. Dietrich Mittel. Na, fuck you. Oh, das nehmen wir doch gern hier. Das nehmen wir doch gern. Alles nehmen. Einmal alles. Oh, wir haben eine Werkbank. Das ist sehr gut. Konnte man in der Werkbank nicht was verschrotten oder bin ich jetzt irgendwie durcheinander gekommen? Da war es ein anderes Spiel. Inventar. So, die Kackwaffe hier, die Kackbratzenwaffe. Verbessern, fallen lassen, auswählen. Nee, ich will die kaputt machen eigentlich. Verdammte Axt. Dann geht's hier nicht. Scheiße. Speichern tun wir. So. Toll, Handelsware haben wir gefunden. Ist ja der Hardcore-Porno hier. Oh, hier ist noch was. Und G-Munition, oder? Das hat jetzt nicht so richtig gelohnt hier.
Tja, kommt da einer zu diesem Plasmazeug hin? Oder bin ich hier schon in der Nähe? Ach, ich bin auch gar nicht in der Nähe. Ups. Was? Schrecklich? Ich sehe die manchmal nicht hier in diesem ganzen Trubel. Kommen wir da links, rechts vorbei, meine ich? Foto gut. Ja, freut mich doch, dass dir mein Foto gefallen hat. Oh. Riesiger Raketenwerfer. Den muss ich aber nicht fotografieren. Frag mich gerade, ob da in der Ecke was ist, aber egal. Ach du Jemine. Ich dachte, die schlimmen Sachen haben wir jetzt hinter uns. Was ist denn jetzt passiert? Nein! Wie geht das denn bitte? Oh nein, wie habe ich das denn geschafft? Ich war unter dem Bus. Oh mein Gott. Ich habe hinter mir die Spinnen. Das ist gar nicht geil. Scheiße. Fuck you. Ich hätte die Spinnen platt machen müssen. Hier machen wir Plasma. Ich brauche Plasma. Shit, ja, heute läuft es nicht. Vielleicht einen herlocken, wenn hier schon so ein Plasma-Gedingsgebums ist. Gedingsgebums. Oh, man hat es schon zerpimmelt. Ey, und ich verstecke mich. Dann brauchen wir auch gar nicht nachladen. Da braucht man sich doch gar nicht verstecken bei dem Teil hier. Naja, ein bisschen Handelskram hier, aber... Man hätte auch vorbeischleichen können, finde ich. Oh, vielleicht hier drinnen was? Naja. Also hätte man auch mal dran vorbeilaufen können.
So. Aber wenn wir jetzt schon so pfiffig sind. Oh, 1300 Schuss. Mal ganz kurz. Wo bleibt denn die Blechbirne? Ups. Scheiße. Noch? Wollt ihr auch mal ausbrauchen? Okay. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Bumsbirne. Ah, fuck it. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Ah. Das lief gerade so gut, ich dachte mal, hey, oh, da liegt, da habe ich mir. Das lief so gut, da dachte ich echt, ey, du kannst mal ein bisschen hier von diesem MG loswerden. Hat ja auch beim ersten gut geklappt, aber leider beim zweiten nicht. Also die Blechbüchsen haben keine Chance. Habe ich jetzt ein Foto von denen schon gemacht? Okay. Glaube ich, jetzt die erste Stelle im Spiel, wo ich so ein bisschen hänge, jetzt hier. Also sonst kam ich ja bisher gut durch. Wir spielen auf schwer. Angefangen haben wir im Mittel. Aber Mittel war zu leicht. Ich könnte mir vorstellen, ah, das habe ich vorhin übersehen. Leute, die noch regelmäßiger Shooter-Spiele spielen als ich, die werden auch auf schwer, denke ich mal, gut durchkommen. So, jetzt gucken wir mal, das ist eine Blechdose quasi. Ne, habe ich kein Foto? Kein Foto. Er hat mich erwischt. Hat jetzt ein Foto von denen? Kein Foto. Der ist dahinter. Kommt erst. Dreh dich mal ein bisschen seitlich. Scheiße. Okay, Waffe wechseln. Fuck, heilen. Boah. Ich hoffe, glaube ich, hoffentlich kommt bald ein Safe Point, ey. Ich glaube, ich habe noch kein Foto von den Blechdosen. So, jetzt können wir mal. Oh, da hinten sind noch welche. Der ist zu nah. Hm. Nee, ist ja okay. Hätte sein können, dass es ein wichtiges Ziel ist. Hacken. Ach du Jemine. Fuck.
Fuck. Okay. Ist nicht hier bald irgendwo das Collins-Versteck? Ach du Emine. Wir rennen einmal komplett außen rum. Nichts mit Collins-Versteck. Okay. Wo geht die Blechdose hin? Und ducken. Wie weit gehst du? Scheiße. Kommt man da vielleicht irgendwie dran vorbei? Leider nein. Halt, stopp. Scheiße, lauf, 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 heilen, 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 lauf, lauf, lauf. Oh, falsche Knopf. Das war nicht heilen. Nein! Scheiße! Ah, H und G, H ist für heilen, G ist für Scheiße. Oh, Mann. Oh, oh, ich will nicht mehr. Das ist Kacke. Macht keinen Spaß. Fuck, ey. Es ist noch nicht mal leicht, diese ganzen Wichse auszuschalten. Oh, weil ich einmal statt H G gedrückt habe für Granate. Fuck, ey. Drehst dich gerade weg. Okay. Manometer, jetzt aber. Ich habe gehofft, dass er nicht weitergeht. Das war einfach scheiße. Ich hätte nochmal beobachten sollen, wo, wie er, wohin geht. Dann wäre mal sicher gewesen, dass er quasi da nicht um die Ecke guckt. Scheiße. Das hätte mir ja früher klar sein sollen, müssen, dass er quasi mich gleich sieht. Aber ich habe ja noch gehofft, dass er sich vielleicht anders umdreht. Ah. Mann. So, jetzt haben wir hier wieder diese Terminator-Kacke hier. Ich muss noch ein Foto machen eigentlich. So. Jetzt müsste andere ja gleich gewarnt werden, er kommt von links. Theoretisch. Und praktisch. Kommt er gleich. Na komm, nicht so schüchtern. Ich sag nicht, du kommst nicht. Wo ist er hin? Oh! Voll von der anderen Seite. Abkühlen. Schießt so gut wie ich, nämlich scheiße. Okay, okay, okay. Heilen. Uns schon wieder heilen. Ich finde das voll scheiße, dass ich diese Plasma-Sachen nicht kaputt machen kann. So, mal kurz überlegen, war hier was? Hier war eine Kiste, die müssten wir hacken. Aber das machen wir gleich. Eher werde ich nochmal versuchen, die zu töten da. Und Pappeimer gleich zurückkommen. Versuche ich sie mit dem Kanister auf den Kanister zu schießen.
Man kann hier bestimmt irgendwie schleichen, aber ich krieg's nicht hin. Okay. Es ist schon mal gut zu wissen, dass die aus der Distanz nicht so gut treffen. Na gut, sonst hätten die ganzen Menschen in dem Film ja gar nicht überlebt. Also in der Zukunftsversion zumindest. Aber nah sind sie tödlich. Und immer Waffen wechseln. Haben wir zwei verschiedene Plasmasorten. So, einmal haben wir hier was. Wo ist die andere Dose? So. So weit waren wir jetzt noch nicht. Aha, aha, aha. Diese Mega-MGs da, die Raketenwerfer, die da schießen. Die müsste man eigentlich auch zerstören, finde ich. Ey, ich hoffe, es kommt bald ein Safe Point. Seife. Seife und Alkohol sind immer eine gute Handelsressource. Ich finde es toll, dass du hier noch so überall eigentlich hinkommst. Wenn man nur die... Oh nein. Nein! Nein! Wir hätten die uns... Oh. Wir hätten daran vorbeigehen können. Ärgerlich. Wir hätten den ganzen Kampf vermeiden können. Oh, hätte ich dieses scheiß Schwarze noch eher gesehen, wenn sie... Fuck. So. Aber jetzt... Da habe ich Spinnen gesehen. Mal hier rein. Hier können wir speichern. Und ich weiß gar nicht, da. Wir machen noch mal, versuchen noch mal den Teil dieser Hauptquest zu erledigen. Ja, hier ist nichts gebracht. Ach so, von da können wir wahrscheinlich hier irgendwie ganz toll. Hinter mir? Ja. Aber gehen auch schon wieder. So, jetzt stehe ich hier. Jetzt soll ich ein Foto machen oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Finde einen guten Aussichtspunkt. Ja, den habe ich doch hier gefunden und muss hier noch hoch. Warte mal. Haben wir hier überhaupt eine Lampe? Ah, hier muss ich hin. Ruheort. Peter, es stellt sich heraus, dass noch immer Menschen dort draußen sind. Und du dachtest, wir wären die einzigen Überlebenden. Ich habe beschlossen, eine Weile bei ihnen zu leben. Ich denke nicht, dass es hier besonders sicher ist. Ich habe es aber satt, ständig davon zu laufen. Du weißt, dass wir nicht jünger werden.
Da gibt es diesen Kerl, Wine. Ein alter Kerl wie ich, wie wir, der mich daran erinnert, wie alt wir geworden sind. Alle denken, sie hätten eine Geschichte zu erzählen, da sie eines den Tag des jüngsten Gerichts überlebt haben. Weißt du, was er mich gefragt hat? Er fragte mich, ob ich mich noch daran erinnern würde, wie Kaffee schmeckt. Das lockert die Stimmung, oder? Ich glaube, du würdest ihn mögen. Ihr hättet einen Riesenspaß dabei, mir auf die Nerven zu gehen. Meine Wache endet bald. Ich vermisse dich. Und ich vermisse echten Kaffee. Oh gut, das kann ich was ist das denn? Vollziehen. Kameramodus. Verwende die verbesserte Ultra-Vision-Brille, um Fotos von Skynet-Einrichtungen und Feinden zu finden. Drücke V und E, um das Foto zu machen. Richte auf das Ziel, blablabla, Bildqualität mindestens gut. Seht ihr? Müssen wir schon Selfies machen mit den Terminatoren hier. So. Mindestens gut. Schlecht. Perfekt. Gut. Perfekt. Perfekt. I'm sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Okay. Ich habe schon so Ewigkeiten gebraucht, um zum ersten Punkt zu kommen. Das Gute ist, Colins Versteck ist hier gleich. Das können wir uns auch nochmal gucken, bevor wir speichern. Oh, hier müssen wir wieder hacken. Vielleicht hier auch schon gespeichert. Oh, guck an. Oh, hier kommt man doch rein. Medikit. Stoff. Wir hätten ihr ganzen Klo so mal kaputt gemacht hier, die Klowände. Die Schüsseln stehen. Kaum Dreck. Aber... Ah, hier liegt noch ein Snicker. Und noch einiges da drin. Achso, geht's wieder raus. Und das war's. Gut. Haben wir auch geklärt, ne? Oh, ja, komm mal ran. Ah, fuck. Sehr gut. Ein Kackschloss. Oh, Medipack 2. Gib mir alles. Gib mir alles. Ich brauche mehr. Ah, hier ist einfacher. Da wird wahrscheinlich ein einfaches Medipack sein. Ne? Oh, kriege ich nicht auf oder was? Ja. Das zweite habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Doch, zwei Medipack 1. Hier ist ja richtig viel Loot, ey. Und ein PC. Und dann geht es noch höher. Metal. Dispensary. This is it. Zahnpasta. Ich muss jetzt an der Zahnpasta an Dingsbums denken. The Outer Worlds. Wo sie also super Zahnpasta hergestellt haben. Wie dann doch die Leute umgebracht hat. Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Ja, die Stimulanzien weiß ich nicht. Bin ich kein Freund für. Kann man vielleicht situationsbedingt mal gebrauchen? Oh. Medikamentenbeutel. Aaron will appreciate that. Wo brauche ich denn den? Voll ins Versteck. Oh, okay. So, gut. Haben wir das. Oh, da, Medipack. Da müssen wir auch hier nochmal rein.
Scheiße. Ich würde mal sagen, es hat sich hier richtig gelohnt, die Nebenquest. Und wir haben super... Die kommen dann bestimmt gleich wieder rum, oder? Das ist ja ein super Ziel jetzt hier. Die gehen ja bestimmt einmal um dieses Eck da. Auf der Karte. Bestimmt hier einmal rum, hä? Huh? Hoffentlich. Nö. Das ist eine andere. Okay. Aber das mit dem Plasma bietet sich ja an, ne? Nehmen beide noch? Müssen wir noch die Spinne töten. Oh, da ist auch noch was. Geht's hier noch weiter? Oh ja. Skynet-Außenposten. Um einen Skynet-Außenposten auszuschalten, musst du den Generator zerstören. Aha, aha, aha. Alternativ kannst du den Hauptcomputer hacken. Aha. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. Scheiße. But keep in mind, that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Ja, geilo. Schrecklich! Oh, was ist das denn da? Oh, voll gutes Foto. Der geht da unten irgendwo lang. Hm. Das wollte ich eigentlich... Das explodiert das Ding. Ah, hier vor meine Füßen. Hm. Interessant. Ecken einfach, machen wir mal. Wow, hier von hinten. Wow. Nein! Oh oh. Oh oh. Naja, es geht ja noch. Ich dachte, es wäre jetzt schlimmer. Weil dann müssen wir doch die erstmal außen zerstören, weil die haben mich ja gerade gesehen. Und ja, das machen wir aber später. Puh, um hierher zu kommen, war schon irgendwie... Viel haben wir nicht geschafft. Wir sind eigentlich nur von hier bis hier hingekommen, ja. Peinlich, ey. Voll weit. 5 Meter auf der Karte. Naja, 10-mal gestorben gefühlt. Na gut.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal gehen wir zu diesem Skynet-Außenposten und zerstören den. Komplett. Kann ich die Plasmatürme von hier zerstören? Ich muss ja nur den einen da verficken. Den könnte ich ja vielleicht hacken. Egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.